seid gegrüßt, liebe Leute. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Franken-Andi im Wildbachtal im Völkten. Und ja, ich habe die ersten Schweine, also zwei Stück, habe ich auf meinem... kann ich das irgendwo sehen? Nein. Schade. Die ersten zwei Schweine... warte mal. Habe ich die... ja. Habe ich auf dem Anhänger geladen und jetzt fahren wir mal zum Tierhandel und verkaufen mal eines dieser Schweine. Laut dem Seasons bekomme ich dafür 811 Euro, was jetzt nicht so der Burner ist, wie ich denke. Also die vermehren sich ja ganz gut, aber trotzdem, also ich weiß gar nicht mehr, für wie viel wir so ein Schwein gekauft haben. Aber auch das werden wir bestimmt gleich herausfinden. Und dann möchte ich das zweite Schwein zum Metzger bringen. Um, wollen wir mal herausfinden, wie viel Geld wir denn dafür bekommen. Also ob die Metzgerei mit den Paletten, ob sich der Aufwand da dann wirklich lohnt. Ich glaube schon, aber... ja, glauben und so, ne? Ist jetzt die Frage, wo muss man denn da... ach, sag mir jetzt bitte nicht, dass das die Einfahrt ist. Ah ja, guck. Okay. Lol. So, warte mal. Vier Menü öffnen. 935 Euro würde ich dafür bezahlen, wenn ich eins kaufen würde. Ja, und 800 Euro bekomme ich dafür, ne? Ist das auch wirklich so? Komm her, bestätigen. Ja, tatsächlich, 811 Euro. Nein. Nein. Wir fahren da geradeaus und fahren dann da oben drüber. Ja, so machen wir das. Gut, dass ich für ein Schwein mehr beim beim Kauf zahlen muss als beim Verkauf, ist fast ein bisschen logisch. Aber ich glaube, ich hatte auch nicht an Gewicht mehr zugenommen, ne? Deswegen ist es da halt so. So. Mal schauen. Da ist irgendwo ein Baum. Ja. Steht noch ein Auto. Da müssen wir erst dann vorbei. Ah ja. Das sieht gut aus. Mhm, mhm. Wo ist da der Trigger? Muss das so machen hier, oder was? Fahr mal den Container runter. Auch kein Problem.
Ah ja. Tiermenü öffnen. Ein Schwein verladen. Ah ja, okay. Also es geht hier doch schweineweise. So, dann... 200 Liter Schwein. Und das ist jetzt nicht so viel, ne? Ich würde mal sagen, ich fahre mal eben zum Hof und hol mal noch ein paar Schweine. Wir müssen... Also es passen nicht so viele Schweine in den Stall rein. Ne, 90. Und wenn die nächsten schmeißen, dann wird es dann schon... Also dann haben wir noch genügend Platz. So ist es nicht, ne? Aber wir müssen die dann relativ zügig, wenn die ausgewachsen sind, verkaufen. Oder beziehungsweise zum Metzger bringen. Weil wenn die dann wieder werfen, dann habe ich ein Platzproblem. Und dann sind wahrscheinlich sehr viele dann auf einmal trächtig. Und das wäre nicht so gut. Also zumindest für den Stall. Und beim Kuhstall glaube ich, wir können... Was 50 Kühe haben, passen da rein, ja? Und ich habe im Moment 20 oder so drin. Dann kommen wir dann fürs nächste Jahr... Ja, dafür das... Ja, Oh, warte mal. Wollte ich gar nicht fahren. Die Frage ist, wann wir die Bullen verkaufen, ne? Ich glaube, das passt, glaube ich, nicht. So. Achso, warte mal, ich muss... kann ich jetzt? Ja. Aber ich muss erst ausloten, welches Schwein ich brauche, ne? Also. Ähm. 17 noch nicht. 16 auch nicht. 12, hä? Achso, die gehen dann wieder weg. Habe ich was zu schreiben da? Also Zettel hätte ich da, ja. Nichts zu schreiben, das ist gut. Kann ich mir das merken? Gucken wir mal, ob man das merken kann. 12, ja. 10. 9. 2. 2, 9, 10. 12. 2. 9, 10, 12. So, verschieben. Verschieben. Hä? Ah, das ist noch gar nicht aktualisiert. Schwein 10 und 12 werden hier noch, wandern noch in meinem Stall geführt. Aber hier sind sie nicht mehr drin. Bin mal gespannt, wann das immer aktualisiert wird. Auf Nacht oder was? Ja, anscheinend. Nein. Bestätigen, so.
Also vorher, glaube ich, waren es 17 Schweine, wenn ich mich recht entsinne. Und daraus sind 42 geworden. Wenn ich das, wenn 4 Schweine geworfen haben und es sind insgesamt 25, ja, das passt. Dann sind es pro Schwein circa 6 Ferkel. Ich müsste mal gucken, ob ich 17 vorher gehabt habe, aber ich denke schon. Bin mir ziemlich sicher. In den alten Videos nochmal ein bisschen kramen. Das ist auch eine Erkenntnis, die man erstmal haben muss, ne? Dass so ein Schwein 6 Ferkel gibt. So, dann schauen wir mal. Ich denke noch nicht, dass sie das schon verarbeitet haben. Aber... So. Alter Schweden, da liegt aber schon ein bisschen was oben, ne? 180 Liter... 180 Liter. Und da kommt aber noch jede Menge Schwein. Ja, und dann... Machen wir mal den Rückwärtsgang ein. Ich fahre an den Bäumen vorbei, dann ist ja gut. Machen wir da die Einfahrt frei. Stell den Motor da mal ab, ne? Und, ja, ich habe es extra im Schatten gestellt, dass es nicht zu schwarm für die Schweine ist, ne? Weil die müssen jetzt da noch ein bisschen drin bleiben. Und dann laden wir die Paletten da schnell auf und verchecken die dann. Oh, ich glaube... Uiuiuiui. So. Also wir haben jetzt schon 200 Liter von jeder Pampe. Und... So, warte mal. Wo ist denn dieses Gezuppel hier hinten? Ich glaube, wir haben das hier, ne? Das ist für 1000 Liter. Und ein Fünftel sind 400, 400 und 400. Wir haben jetzt schon viel, viel mehr verdient, als wenn wir das Schwein beim Metzger, also beim Verkauf abgeben. Alles klar, Mann. Ich habe gerade, ne, mir wächst gerade eine goldene Nase. Ist es nicht geil? Sehr, sehr gut. Ja! Schön wachsen, ne? Und ein bisschen quiek-quiek, ne? Ach so, die sind alle noch zu jung, die müssen jetzt erst fressen. Ja, apropos fressen, wollen wir die dann mal versorgen? Ich meine, nee, da nicht, ne? Hier, die brauchen ja jetzt Stroh und so. Ach, wir haben doch schon 45 Kühe. Oha. 280 Kilo haben die übrigens gehabt, als ich die gekauft habe, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Habe extra nochmal nachgeguckt. Müssen wir halt das Wachstum hier immer beobachten. Ich glaube, die haben aber von gestern auf heute schon wieder 4 Kilo zugenommen. So ist fein. Schön wachsen, ne? Aber interessant wäre das mal, ob das beim Metzger einen Unterschied macht. Oder nicht. Aber vermutlich schon. Das hätte ich beim Schwein auch mal machen können, ne? Weil dann würde ich immer nur die Ferkel zum Metzger bringen. Hm. Naja. Mal gucken. Ist ja egal, wir verdienen eh so viel Geld, dann spielt es keine Rolle. Aber dann machen wir hier mal Stroh rein. Warum liegt hier Stroh rum? So. Habe ich denn einen Schlepper... Hab ich denn einen Schlepper? Oder? Nee. Wo ist denn der andere? Steht denn der? Da habe ich den abgemacht. Puh. Ach.
Ja, wo steht denn nur der Schlepper mit der Pflegebereifung? Kann mir das mal jemand sagen? Weiß das vielleicht jemand? Ach Gott. Franke, was ist da los? Den Schlepper nur ungefähr 20 Mal fast beim LKW plattgefahren, aber naja. Moment. Ich glaube, das ist okay, oder? Stehen wir schon an der Wand? Ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Okay, aber es ist gut. Was? Wieso ist die leer? Hä? Was? Wie? Warum? Wieso liegt da schon wieder so viel Mist? Das ist wieder fast voll. Wo ist meine Stubballen hin? Ui, ui, ui. Ah, das wird nix. Noch ein Stück Vorfahrt. Steht nicht so gut da. So. Muss bloß schauen, dass ich hier noch schön durchkomme. Ja, und jetzt kann ich ihn auch schön hier laden. Aber, wieso ist der einfach weg? Was ist da passiert? Das ist sehr mysteriös. Da lasse ich jetzt mal die Palettengabel einfach dran, weil, aus Gründen, ne? Brauchen wir jetzt dann eh bald gleich wieder. Aber, sag mal, wenn ich jetzt mal da so Hochrechnungen mache für, das Schwein. Ich meine, beim Abladen waren ungefähr 200 Liter drin und, Gottes Willen, das gibt richtig viel. Das gibt richtig viel. Wahrscheinlich nimmt er jetzt wieder den Strohballen nicht an. Das ist eigentlich... Ach, das ist der Strohballen. Da schau an, da ist er wieder. Hä? Die Drecksau. Das Mobbing muss... Ich kann nicht einfach aufhören mit dem Mobbing, sonst denkt er, er ist hier willkommen, weißt du? Nein, wir mögen dich nicht. Geh weg. Da, du kommst jetzt in den Häcksler und wirst zerhäckselt. Und dann kommst du als Schweinefutter wieder auf das Feld. Ja, dann bist du schon wieder da. Dich wird man auch nicht los, ne? Aufdringlicher kleiner Pisser. So. Ah ja, zumindest geht es.
Wir können dich nicht leiden, geh weg. Was will ich eigentlich tun? Ich weiß es aber nicht so genau. Ich fahre erstmal auf die Seite. Muss ich eigentlich in den Kuhstall auch wieder rein? Ja. Aber erst die Schweine hier. Guck, die kleinen Zuckelchen, die haben ja alle jetzt neue Zelle bezogen. Müssen hier schon ein bisschen mit Stroh gepolstert werden. Dann müssen wir schon Prioritäten setzen. Oh, den Ballen habe ich wieder schön eingelegt, ja. Gucken, ob der schön ab. Ja, das wird nix. Das haben wir schon mal besser gemacht hier, ne? Ja gut, aber das ist natürlich der Arschlochballen. Der das macht, der hat er bestimmt absichtlich gemacht, ja. Okay, das war jetzt mehr Stroh, als ich erwartet hätte. Dann kann man ja gleich noch einen Ballen einmachen. Aber das ist dann ein schöner Ballen. So, mit dem Tacker mit Pflegebereifung kommen wir natürlich da wieder easy rein. Ach, guck an, ein Träumchen. So. Ups. Oh, wir müssen hier unbedingt sauber machen. Das mache ich gleich, bevor ich hier wieder Futter und so auffülle. Hallo? Na, komm her, steh auf, Männchen. Ich laufe doch nur normal. Was ist da los? So. Ja, dann machen wir halt dann gleich noch einen Ball rein, ne? Aber diesmal einen schönen Ballen, ja. Also. Der ist bestimmt nicht mehr so hässlich wie der jetzt gerade eben, ne? Weil der war schon echt ein hässlicher Ballen. So. Rückwärts fahren. Okay. Erstmal halbwegs gerade vor dem Ding positionieren. Da 1300 Liter, was ist da los? Also, warum?
bisschen merkwürdig jetzt, ne? So. Muss man sie wieder einlagern. Ich wollte bloß gucken, ob die alle so angefangen sind. Weil also, es sieht so aus, als ob die vom Regen nass geworden wären. Aber ich hatte die ja nicht draußen, oder? Oh, das sind schon mal Ballen nass geworden. Nicht, dass ich wüsste, oder? Stroh wird hier nicht angenommen. Ja, ja, alles gut. Reg dich nicht auf. So. Dann kriegen die Kühe noch etwas Stroh. Mal gucken, ob der Ballen jetzt reicht, weil... der wird schon. Hallo? Wieso? Der wird schon gleich gar nicht wieder angenommen hier. Was? Toll. Vielleicht liegt er nicht richtig drin. Ja, es kann sein, ne? Oh Gott. Zum Glück ist es hier gar nicht eng und so, ne? So. Das war ja einfach, ne? Aber... wieso? Jetzt schon wieder so ein Theater mit den Ballen. Also, ich verstehe es jetzt halt nicht, woran es liegt. Also, ist alles ein bisschen crazy im Moment. Ich muss mal lesen, was es dazu zu sagen gibt. Aber das werden wir jetzt nicht mehr heute und nicht mehr in dieser Folge lösen. Ich glaube, die Kühe haben jetzt eh wieder... Oh, ich rolle den Berg runter... genug Stroh, das kann ich mir auch bei Tagen mal angucken, aber dann muss man das für die aufnehmen, sie sind jetzt hier nicht mehr weiter in Betracht ziehen, was auch immer das Problem von diesen Strohballen-Mod, keine Ahnung. Irgendwer macht hier Terz und wenn ich ihn finde, ne, dann. Das ist bestimmt dieser andere Arschloch-Strohballen gewesen, der alle anderen jetzt aufgehetzt hat, ja, und jetzt machen die hier alle miteinander Terz. Ich glaube, das ist so, ja. Und vor allem, warum war der Strohballen gerade eben weg? Also, es ist sehr mysteriös, das Ganze. Irgendwas liegt hier im Argen. Aber, wenn ihr einen Tipp habt, könnt ihr mir den gerne mal da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.